Das war ihr Tag, Lisa Müller. Im Sattel von Dave hat sie heute in München die höchste Auszeichnung des Deutschen Reiterverbandes erhalten. Das Deutsche Reiterkreuz in Gold. Aber das soll erst der Anfang sein. Reiten lernt man ja nie aus. Und genauso sehe ich es auch. Also das ist jetzt super toll und ich freue mich riesig über das Goldene. Aber ich bin schon wieder ganz dabei. Ich will das und das und das, was ich jetzt in der Prüfung noch nicht geschafft habe, noch besser machen. Und denke jetzt schon wieder an das, dass es besser wird. Noch besser will sie werden. Aber ihr Thomas war heute schon sehr stolz auf sie. Und heute, an ihrem Tag, war er immer an Lisas Seite. Also es ist schon toll, dass er noch von vorne bis hinten den ganzen Turniertag dabei sein konnte und jetzt auch noch mit der Verleihung vom Goldenen, was mir wirklich wichtig war, da er mich ja eigentlich sehr unterstützt hat. Thomas unterstützt sie. Und der Opa, der hat ihr den Anfang ermöglicht. Wie es klar war, haben wir praktisch beim Nachbarbauern so ein ganzes Pony gehabt. Und da ist selber hier zum Reiten, da war es vielleicht 6 Jahre. Und dann ist halt der Angang, dass die auch größere Pferde gehabt haben und dann wollte sie ein eigenes Pferd haben. Lisa Müller und Dave auf dem Weg nach ganz oben.